Abgetriebene Kinder sollen demnächst auch in die Stammbücher aufgenommen werden. Unter welcher Rubrik denn? Entfernte Verwandte. Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Monster Hunter Freedom Unite. Heute machen wir, wie bereits mehr oder minder angekündigt, den T-Rex mit Gewehrlanze. Und zwar mit genau dieser da, die ihr gerade auf meinem Rücken erkennen könnt, der Bleichmond-Gewehrlanze. Das wird doch geschrieben, oder? Bleich, ja, genau, sehr schön. Gut, Dunkellanze, nicht Gewehrlanze, aber was soll's. Wir wissen alle, was gemeint ist. Ich sollte mich an sich recht gut vorbereiten, weil so ein T-Rex schon ab und zu mal durchaus böse sein kann. Ich weiß noch nicht mal, wo der ist, also in welchem Gebiet. Das sollten wir vielleicht mal als erstes nachgucken, bevor ich hier anfange, Kaltgetränke und sowas mitzunehmen und wir es am Ende gar nicht brauchen. Hi. Oder am besten erstmal gucken, ob es überhaupt gibt, weil wäre Fail, wenn genau der jetzt auf G-Rank nicht mit dabei ist. So wie ich mich kenne, wird genau das der Fall sein. Scheiße, komm schon. Irgendwo müsste der doch theoretisch sein, weil T-Rex ja vor Naga kommt. Oder... Ernsthaft? Ich habe mir jetzt eine G-Rank-Gewehrlanze geholt und es gibt keinen G-Rank-T-Rex auf den Stufen, die ich bisher frei habe. Are you fucking kidding me? Was soll denn der Kack? So. Ich fühle mich zu Tode verarscht. Es tut mir leid, diese Request kann ich leider noch nicht tun. Wir haben die Quest noch nicht frei. Ja, überhaupt nicht fail oder so. Mein ganzer Plan für heute so eben einmal komplett, ja, über Bord geworfen. Scheiße, Alter. Das ist so bescheuert. Wieso? Okay. Wir brauchen stattdessen hier noch Schweifstachel. Das heißt, wir könnten nochmal die Nagagugas machen. Da wir die letzte Folge schon hatten, wäre das recht bescheuert. Das heißt, ich schaue jetzt nochmal schnell nach, welche anderen Sachen wir so benötigen. Wir brauchen Cerna Tower Code X. Das ist für die Hüfte. Cerna Tower. Muss ich jetzt mal ganz schnell umdenken, tut mir leid. Warte, was? Die X, ne? Das heißt, ich bin auf jeden Fall schon vorbei. Kizo, Hermitower, Garuga, Cerna Tower. Ja, ein Rückenpanzer. Fehlt uns nicht genau dasselbe, auch beim Rathanos? Na gut. Das ist wenigstens machbar. Also, können wir durchaus tun. Da kann ich auch gleich die Gewehrlanze mal einweihen. Das bietet sich dann auch irgendwie an, weil so eine Raw Damage Gewehrlanze doch durchaus überall benutzt werden kann. Größtenteils. Das Mega-Dämonmittel lasse ich mal hier, genauso wie das Gegengift. Das hatte ich eh nur mit zum Treten. Also kann man doch langsam mal ablegen, weil es ja natürlich ein Bombenmaterialchen auch komplett egal. Die Naga-Sachen können weg. Ja, und die Schallbombe eigentlich auch. An sich braucht man für den Typen eigentlich überhaupt nichts außer Fallen. Und ja, genau die habe ich nicht. Dü-düm. Verdammt. Hätte man ja einmal Glück haben können, aber nope, Sir. Nicht bei mir. Ich hätte auch Glück haben können und dann irgendwie T-Rex frei haben können. Aber nö, das sollte mir auch nicht gegönnt sein. Es ist so bescheuert. Ich habe so viele T-Rex-Requests und kann die jetzt alle nicht machen. Scheiße. Das heißt, wenn ich genau... Wenn ich genau nachgucke... T-Rex kann ich noch nicht machen. Ukalos kann ich noch nicht machen. T-Rex kommt normal, kann ich auch noch nicht machen. Kizu mit Bogen. Gut, die Rüstung farme ich mir jetzt gerade. Oder fange ich gerade an zu farmen. Beziehungsweise bin größtenteils schon fertig, wenn man es so sieht. Größtenteils ein bisschen übertrieben, aber ich habe von allen irgendwo was. Dann Yangaruga mit Morphomorpho-Rüstung. Das ist das Einzige, was ich bisher machen kann. Und dann gegebenenfalls G-Rank Blazioff mit Heroics. Den ich wahrscheinlich nicht machen werde. So, zumindest nicht
jetzt oder demnächst oder irgendwann in naher Zukunft. Irgendwann, wenn die Zukunft wieder Vergangenheit geworden ist, dann könnte ich da mal drüber nachdenken, den zu schaffen. Okay, das heißt, nach dem Shogun können wir mal die Mafumofu-Rüstung wieder auspacken. Weil die Quest habe ich, das weiß ich. Da bin ich schon ein paar Mal drüber gestolpert. Ha, große Ankündigung für Nyx. Nyx und wieder Nyx. So, das brauche ich nicht, aber wir können den Typen nochmal schnell ein bisschen Arbeit geben, damit die nicht so faul hier rumsitzen. Ist eigentlich auch schon unfair, dass nur einer arbeiten darf und nicht alle. Die haben immerhin Schulden abzuarbeiten. Und ja, die haben Schulden. Ich meine, die können hier kostenlos von meinem Essen leben. Das, die Scheiße, die da zusammenkochen, brauchen wir eh nicht. Außer ab und zu mal. Aber ansonsten, auch ich sage dir noch, was sie kochen müssen. Am besten doch, wie sie es zubereiten, wie sie es zuzubereiten haben. Boah, doppelt zu, auch schwierig. Und die machen es eigentlich nur noch warm. So gesehen haben die irgendwo eine Mikrowelle stehen und da kommt das ganze Essen her. Nee, ich brauche wirklich Shogun. Irgendwo. Sonst hätte ich jetzt überlegt, eine neue Quest zu machen. Aber ich brauche halt dringend die Shogun-Sachen. Auch wenn der nirgendwo ist. Und ja, ich weiß, dass ich gerade die gleiche Queststufe nochmal angenommen habe. Weil ich mir zu 90% sicher bin, dass er hier sein müsste. Warum ist er es nicht? Es ist so verstörend. Gibt es hier irgendwo eine. Nein, es gibt auch keine epischen mit ihm. Schade. Da war ja ein Kutku-Fragezeichen. Das machen wir dann als nächstes mit der Rüstung. Hier, perfekt. Anführer und Flammenhorn haben wir noch nicht gemacht. Auf geht's. Puh, wenigstens noch eine Quest, die frei ist, also noch nicht erledigt. Wenigstens ein Vorteil, den man hier hat. Im Gegensatz zu den anderen, die wir sonst hier machen könnten. Ich hatte mir auch eigentlich gedacht, als ich hier meinte, gebt mir mal ein paar Requests auf, dass ihr die Quest oder also die Quest oder die Monster nennt, die wir noch nicht gemacht haben. Und nicht irgendwelche schwere Scheiße, die ich selber nicht hinbekommen kann. Also schwerer als mit Marfomorpho-Rüstung, mit anderen Worten. Aber so kam halt eben auch ein Request und wenn ich einmal gefragt habe, muss ich die halt auch irgendwie erfüllen. So, Shogun. Ich habe leider ja keine Paintboards mit. Die wären doch verdammt eine gute Idee gewesen, aber was soll's, kämpfen wir eben ohne. Wenn ich jetzt auch wüsste, wo er wäre, wäre ich verdammt schlau. Schlauer als ich jetzt bin. Toni, was machst du? Ah, er sammelt, wie schön. Er freut sich über rote Pfefferschoten. Wie wunderbar, dass sie mir überhaupt nichts bringen. Der könnte noch dort sein, aber ich würde beinahe eher zu dem Gebiet hier tendieren. Also ich hoffe einfach, dass das richtig ist. Ich habe jetzt keinen Bock, den. Naja, stimmt, hier ist ja ein Serana Tower-Bataillon mit ihm mit. Sehr schön, da ist er. Ich habe nämlich keinen Bock, den jetzt 5 Stunden lang zu suchen. Ich will wenigstens ein bisschen Action haben hier. Nein, bleib hier, Junge! Okay, hat mich wenigstens bemerkt. Die Musik ist da. Das heißt, mit etwas Glück haut er nicht ab. Ja, und ich will dich nicht umarmen. Brauchst schon gar nicht so mit einer Kumpelumarmung angelaufen zu kommen. Nee, mich kriegst du nicht. Hau ab, Junge. Ich mag dich nicht. So. Jetzt ist er endlich mal so freundlich und kommt zu mir. Das Geile ist, ich bin genau in diesem Gebiet hier gestartet. Eigentlich hätte ich die ganze Zeit warten können. Aber gut, ist jetzt auch Nebensache. So, erstmal schauen, was er überhaupt für einen Schuss hat. Ah, sehr schön. Ein langes Feuer, so wie sich das gehört. Also, wie lange ist denn der in der Falle drin? Ja, okay, sehr schön. Darüber sollte ich mich eigentlich nie beschweren, sondern immer noch froh sein, dass er immer noch drin ist. Und ja, wie ihr seht, die Waffe hat dezent viel Affinität. Und zwar, um genau zu sein. Fuck you! 70. Das heißt, 7 von 10 Schlägen sind einfach mal kritisch. Und machen scheiße viel mehr Schaden. Wenn ich dann noch so ein Wirbelfeuer kritisch treffe, ist das schon ziemlich episch. Ich bin gerade ein bisschen verstört, dass der Typ hier noch nicht tot ist. Komm schon. Ja, okay. Weil, wenn ich schon für Minions so lange brauche, heißt das, dass der große auch durchaus ein Stückchen länger dauert. Und wie ihr seht, ich habe es nicht verlernt, mit der Gewehrlanze zu moin. Das ist eine meiner leichtesten Übungen.
Es geht meiner Meinung nach sogar leichter, als wenn man ohne Waffe mault. Also jetzt mal diesen Weitsprung weggenommen. Weil man halt mit Gewehren immer recht gut timen kann. Ich werde es trotzdem nicht allzu häufig probieren. Weil Blocken mir dann doch irgendwie lieber ist. Weil da kriegt man zwar Schaden, aber weniger, als wenn man beim Moin getroffen wird. Bam, wunderschön. Und ich sollte ein bisschen versuchen, auf die Klauen zu gehen. Da sieht man übrigens das zweite Problem mit Gewehrlanze. Die Schärfe geht so fucking schnell runter, dass man gar keine richtige Chance hat, sich da irgendwie auszuhelfen. Aber wenn man mit Gewehrlanze Wetzsteine vergisst, dann kann man den Kampf an sich auch schon knicken. Außer man will halt ein bisschen seine Feuerbälle losschießen. Finde ich jetzt nicht fair von ihm, dass er schon wieder das Gebiet wechselt. Ah, wesentlich schnell gefunden. Oh, hab ich dich erschreckt? Das tut mir aber überhaupt nicht leid. Mit meinem langen Ding in seinen großen Kopf rein. Immer wieder ein schönes Bild vor Augen. Wilferfeuer ist wieder da. Ich hab's gehört. Und er zeigt sich sogar perfekt freundlich in meine Richtung. Ich hab den sogar zweimal getroffen. Wusste gar nicht, dass das geht. Nice. Also, das ist wirklich geilotronig. Ich dachte immer maximal ein Treffer mit jedem Angriff, aber scheinbar hat sich meine jahrelange Monster-Erfahrung doch wieder, ja, selbst in den Sand gesetzt. Warum laufe ich eigentlich weg? Ich kann mich auch so heilen. Egal. Machen wir es eben so, ja. Hier ist sicherer. Wenn ich gleich so ein Cerner Tower unter meinen Beinen hervorkraxelt, ist es hier immer wieder angenehmer als drin mit ihm. Oh, und ich muss nachladen. Alter, die macht so geile Geräusche. Ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen zu laut die Musik gestellt für mich. Alter, block mich doch nicht. Was soll der Kack? Was soll die Krabbe? Finde ich nicht nett. Wenn wir lang genug gegen die kämpfen, befinden wir uns dann in der Krossenkrabbe. Wegen gebraten und so, ne? Alter. Ah, dann lassen da vorne chillen. Ich kümmere mich in der Zeit um die hier. Um meine lila Schärfe auch so richtig schön zu verschwenden. Alter, die gehen ein Jahr mehr auf den Senkel als der Große. So, weg da. Und weg hier. Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Nee, der kommt nicht. Er ignoriert mich, weil ich ihn ignoriere. Das ist die uralte Taktik des Sinus. Ungefähr 20 Folgen alt. Gegenseitige Ignoration. Und das Monster weiß einfach nicht, was es tun soll. Es ist es halt gewohnt, dass man direkt auf es draufstürmt. Ey, Monster, ich will dich umbringen. Wenn man aber mal sagt, nope, Sir, ich habe da ein paar süßere kleine Leute hier, die ich vorher rannehmen will, dann das verwirrt das Monster tödlichst. Könnte man auch Konfusstrahl einsetzen, aber das wäre zu einfach. So, gibt es eigentlich unter euch irgendwelche Leute, die noch Pokémon spielen? Jetzt vor allen Dingen so die ganz alten Spiele Pokémon Blau und ähnliches. Wenn ja, sehr schön. Wenn nein, spielt es mal wieder. Ich habe hier ein paar Tipps für euch. Denn ich gehe ja jeden Montag zu diesem einen Kumpel, wo ich Walking Dead gucke und wir dann noch Super Nintendo spielen. Also hier, N64, Super Nintendo, was er nicht alles hat. Und da spielen wir teilweise auch über Pokémon Stadium dann halt die blaue Edition. Und wir haben uns letztens Mew geholt. Also mit diesem Glitch, den es da gibt. Oh, scheiße. Nicht abblocken, das war zu früh gesprungen. Ah, ho, ho, ho. Nein, 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 nein. Das ist der Grund, warum ich Let's Play nicht anfangen sollte, ordentlich zu reden. Und warum ich mit Gewehrlanze nicht anfangen sollte, die wegzustecken. Ich habe das fucking Schild, wo nichts durchkommt und ich fange an, das wegzupacken. Ja. Dummheit for the win. Egal, kann ich in Ruhe erzählen. Es gibt diesen Glitch. Wenn ihr Mew Glitch googelt, werdet ihr 1000 Seiten finden. Eine reicht, und zwar Visa-Fans, die es perfekt erklärt. Ich tue es trotzdem nochmal ganz schnell. Also, denn dieser Glitch hat mehr Vorteile als nur Mew. Denn über diesen Glitch haben wir jetzt schon Nidoqueen, also Nidoqueen, genau doch, bekommen, ein Gengar, ein Sichlor und ein paar andere unwichtige Pokémon. So ein, ja, was halt so alles da gibt. Teilweise auch welche, die man, wenn man nur ein Modul hat, also nur einmal Pokémon Blau, die man so an sich nicht bekommen könnte. Wie halt, wie gesagt, Gengar.
Und also grundsätzlich der Glitch funktioniert ganz einfach. Ihr stellt euch zu irgendeinem Trainer, den ihr an sich im Bild nicht sehen könnt. Also, ne, was weiß ich, am bestes Beispiel ist immer noch der Trainer in Azuria City oder über Azuria City, der links im Gras steht. Also da, ihr wisst, dass da ein Trainer ist, der ist aber außerhalb des Bildschirms. Und es gibt eine gerade Strecke, also Sichtlinie zwischen euch und dem Trainer. Das sind die Voraussetzungen. Ihr geht dann zu dem Trainer, also indem ihr jetzt bei Azuria City ist ja links Gras, rechts ist Wasser, ihr lauft an der Wasserkante lang, da könnt ihr den Trainer nicht sehen, geht eins nach unten, drückt sofort Start, braucht man vielleicht ein paar Versuche, am besten vorher speichern und benutzt dann entweder Fliegen oder Teleport, je nachdem, was man gerade zur Verfügung hat. Und man begibt sich dann zum anderen Pokémon Center. Währenddessen kommt trotzdem dieses Ausrufezeichen über diesen Typi, weil der hat euch ja dann gesehen, wenn ihr nach unten gegangen seid. Und der will mit euch kämpfen. Allerdings seid ihr eiskalt ja einfach abgehauen. Das führt dazu, dass das Spiel anfängt rumzubacken. Das heißt, ihr kommt am Pokécenter an, also vor dem Pokécenter, könnt allerdings keine Person mehr ansprechen und nicht mehr Start drücken. Und jetzt beginnt der Glitch. Normalerweise, wenn man Mio haben will, muss man dann zu diesem Phlegmon-Trainer gehen, der ebenfalls nach der Nuggetbrücke kommt und diesen dann besiegen, sich wieder zurück teleportieren, wieder zu der Route laufen und plötzlich erscheint Mew. Also erstmal das Startmenü, das muss man wegdrücken und dann kommt Mew. Und das Geile ist, was wir zufällig rausgefunden haben, weil ich nicht wusste, welcher der Phlegmon-Trainer ist und wir es dann außerdem mit dem falschen Trainer gemacht haben, dass je nachdem, welchen Trainer man besiegt, ein anderes Pokémon erscheint. Und es sind immer Level 7 und je nach Trainer halt irgendein anderes zufälliges. Oh, das ist scheißegal. Wie gesagt, wir haben Nidoqueen bekommen, wir haben Gengar, wir haben Sichlor. So gesehen kann man sich ein ganzes Team damit machen. Und wollte ich euch halt eben mal erzählen, das kann man auch mit jedem Trainer machen, der außerhalb des Gebiets ist und dann wegteleportieren. Man kann dann auch jeden Trainer anlabern und immer kommt ein anderes Pokémon. Und es ist auch scheißegal, wo man ist. Hauptsache ist, dass man dann halt eben so einen Gebietswechsel hat, also von der Stadt auf eine Route geht oder so. Jetzt hörst du mal bitte auf. Danke. Genau das wollte ich machen. Damit halt eben dann dieses Pokémon erscheint. Also erst zu irgendeinem hinlaufen, wegteleportieren, zu einem anderen laufen. Achtung, es funktioniert nicht ganz jeder. Manche ignorieren euch einfach, weil ihr halt gerade in diesem Glitch drin seid. Gerade nach dem dritten Orden rechts die Pokémon-Trainer. Die ignorieren euch. Aber ansonsten könnt ihr zu fast jedem gehen. Wir waren dann auf der MS Anne, haben mit Abra Teleport eingesetzt und als nächstes kam dann irgendein anderes Pokémon. Ich habe vergessen welches. Ja, ich habe mir auch nicht alle gemappt. Wie gesagt, es waren einige, die wir so bekommen haben. Und so gehen wir jetzt nach jedem Pokémon-Trainer erstmal ein Pokémon fangen und so schauen, was es so alles gibt. Also der Glitch ist ziemlich vielseitig und ich denke, man kann auch dadurch jedes Pokémon irgendwie bekommen. Es kam auch noch kein Pokémon doppelt. Und da ich denke, dass es mehr als 150 Trainer gibt in dem Spiel, die man damit anquatschen kann, denke ich, dass man wirklich alle 150 Pokémon dadurch fangen kann. Also wenn ihr mal Bock habt, so ein bisschen zu glitchen und ein bisschen auszuprobieren, was alles in Pokémon geht, probiert das mal. Das ist durchaus recht amüsant teilweise. So, und ich habe jetzt mal wieder den Shogun verloren. Der hat mich mal wieder fast getötet, was bei meinem wenig Leben nicht allzu schwierig ist. Und ja, irgendwie ist mein Elan, schon allein weil ich kein Langschwert habe, ziemlich am Ende. Nicht etwa, dass er mit Langschwert höher wäre, aber es könnte besser laufen, sagen wir es so. Alter, ich bin auch noch da. Ignoriere mich nicht. So, jetzt versuche ich mich mal komplett auf den zu konzentrieren, damit ich nicht schon wieder in eine tödliche Situation gelange. Oh, warte, ich habe doch Würmerfeuer. Ja, passt. Boom, Beach. Get out of my way. Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt, dass ich nur noch, also dass ich gar keine Falle mehr habe. Ich weiß nicht mal, wo ich die benutzt habe. Aber gut, wir haben ja auch schon in der guter Schild, guter Schwert-Quest gemerkt, dass der Shogun Serra Tower einiges an Damage aushält. Der hat mich da ja auch ja, eine halbe Stunde bestimmt beschäftigt, bis er endlich mal gestorben ist. Und dann hatte ich ja immer noch den Daimyo. Aber der ist ja zum Glück hier nicht mit dabei.
Es wäre mies, wenn hier auch wieder zwei wären. Wenn so eine Quest öfter vorkommen würde, Alter, das wäre komplett mies. Der Angriff ist auch böse. Vor allen Dingen, wenn das Monster rumbackt. Da kann man überhaupt nicht abschätzen, wie weit das noch geht. Och, Mann. Musste ich jetzt schießen?